Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop zu einem neuen Experiment. Was sich hier für eine sonderbare Flüssigkeit, Gemisch, Knete auf meinem Blech habe, wirst du in diesem Video erfahren, denn wir wollen etwas testen, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, und es geht los! Meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ich habe hier eine sogenannte Solarflux B-Dose mit einem gewissen Zauberpulver, sage ich dazu. Daraus kann man sich, ich sag mal, Superknete machen. Das kannst du hier anrühren mit etwas Alkohol. Das trägst du auf deine Rückseite von der Schweißung auf und es soll zauberhafte Kräfte haben. Wir haben unsere Flüssigkeit angerührt. Das sollte man unbedingt mit einem verflüchtbaren Alkohol machen. Das sollst du nicht mit Wasser machen. Ist ja auch klar, Wasser in der Schweißnaht. Wer will das haben? Das Zeug ist aufgetragen, das trocknet jetzt langsam. Und jetzt traue ich mich, die Rückseite bzw. meine Vorderseite zu schweißen. Das drehe ich jetzt einmal um. Leg mir das hier hin. Nehme meinen Wickbrenner in die Hand. Nehme meinen Zusatz in die Hand. Mache den Helm runter. Und es geht los. Naja, das funktioniert schon. Wir sehen, wir haben hier eine viel bessere Wurzel. Die hat sich auch viel einfacher durchgedrückt. Guck mal hier, was für ein Blumenkohl ist. Und guck dir im Gegensatz die hier an. Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht von den Farben, aber ich glaube, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen noch einen Versuch starten. Wir warten diesmal, bis es komplett ausgetrocknet ist, um zu sehen, ob sich das Ergebnis verändert. Was ich jetzt aber schon mal positiv finde, dass wir eine tausendmal bessere Wurzel haben als ohne. Jetzt würden einige von euch sagen, Igor, was machst du da wieder für einen Blödsinn? Oh nein, mein lieben Schweißtechnik, natürlich ist hier auch ein Fun-Faktor dabei, aber das ist hier purer Ernst. Was wissen wir, wenn wir Chromnickelstahl, also umgangssprachlich gesagt Edelstahl schweißen, wenn wir das verschweißen und wir formieren auf der anderen Seite, nicht formieren heißt ja vor Sauerstoff schützen, verbrennt uns die Rückseite, verbrennt uns die Schweißnaht, sieht hässlich aus, ist porös, hält nicht, geht kaputt. Und das kannst du mit dieser Paste vermeiden. Und das wollte ich schon immer getestet haben. Denn wenn wir richtig formieren wollen, ist das sehr kompliziert, sehr umständlich. Du brauchst noch eine Flasche, du brauchst bestimmte Vorrichtungen. Es ist einfach manchmal ätzend. Aber hier kann ich mir gut vorstellen, mit dieser Paste mir von mir aus mein Abgasrohr aus Edelstahl auch innen komplett zu beschmieren, wo ich schweißen möchte, dann schweiße ich und entsorge das Zeug wieder. Wäre ja möglich. Ich hätte dann aber sicher eine viel bessere Wurzel. Und das will ich heute mit euch rausfinden, wie gut funktioniert das. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir dieses Schätzchen abschweißen, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Und was ich bei meinem ersten Versuch, beziehungsweise bei einem zweiten Versuch deutlich gesehen habe, was viele vielleicht von euch nicht wissen, wenn du die Rückseite nicht formierst, hast du es viel schwieriger, die Wurzel durchzudrücken, also komplett durchzukommen, eine hundertprozentige Durchweichung zu erreichen. Sobald du die Rückseite formierst, auch hier in dem Fall, hast du sicher die Wurzel viel einfacher und viel besser gebildet als ohne. Also der Punkt war auch noch, wir haben jetzt bei den ersten Versuchen die Paste nicht austrocknen lassen und da war natürlich noch Restalkohol. Was war der Effekt? Das ganze Zeug hat hier gebrannt, ich stand ja schon fast in Flammen, nein, übertrieben gesagt. Aber der Schweißprozess, du hast gesehen beim Schweißen, das sind so hellbläuliche Farben in deinem Lichtbogen gewesen, also drumherum um dein Schweißbad. Und da habe ich gesehen, das ist ähnlich wie beim Wasserstoff, da war irgendwas Aktives mit dabei. Und das war, wie gesagt, der Alkohol. Deswegen lasse ich es jetzt komplett austrocknen. Ich vermute, das ist ähnlich wie die Schlacke auf einer Elektrode. Die wird jetzt hier abgelegt sein. Und wenn es komplett ausgetrocknet ist, werden wir es nochmal schweißen und schauen,
dass der Prozess noch sauberer läuft und die Wurzel umso besser ist. Das ist unser Ziel. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, meine Schweißungen sind hiermit abgeschlossen, meine Versuche sind abgeschlossen. Kommen wir zum Fazit von diesem Solarflux B-Pulver, was wir anrühren können und eine Paste generieren können, die wir auf die Rückseite auftragen und dadurch eine wesentlich bessere zugelassene Wurzel erzeugen. So. Ich hatte natürlich ein bisschen etwas Fantasie in meinem Kopf, bevor ich das erste Mal von dieser Paste gesprochen habe. Ich habe mir das vorgestellt wie eine Art Knete, die ich mir zurechtknete, irgendwo reindrücke und dann eine wunderschöne Wurzel habe. Hier würde ich das eher als funktional bezeichnen. Das ist ja auch das, was wir brauchen. Wir müssen aufpassen, wenn wir das Ganze anrühren, dass wir das mit Alkohol machen. Du sollst das nicht mit Wasser machen. Dann musst du es gucken, dass das so weit anrührst, dass du keine Klumpen drin hast, das ist tödlich dann bei der Wurzel. Plus, ja, was heißt tödlich? Es ist nicht so schön. Plus, das sollte so streichzart sein, dass du es ordentlich auftragen kannst. Nicht übertreiben, sieht man ja hier. Dann, finde ich, sollte man überhaupt genügend Zeit lassen, bis das Zeug austrocknet, weil wenn zu viel Feuchtigkeit vom Alkohol, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, da drin ist, dass ich zu viel Alkohol in meiner Paste habe, sehe ich das beim Schweißen. Es fängt an zu brennen, was wir auch gesehen haben. Also, bestes Ergebnis haben wir schon beim zweiten Versuch erzeugt. Das war nämlich hier. Hier ist auch nämlich wirklich genau zu sehen. Von außen fast identisch. Hier hatten wir keine Paste. Hier hatten wir die Paste Rückseite. Blumenkohl, hässlich, nicht schön. Bäh. Und hier haben wir eine wunderbare, funktionale Wurzel durchgedrückt, was ich auch erreichen wollte. Das heißt, diese Paste können wir durchaus auch in einem Rohr verwenden. Ich habe halt erwartet, dass die abfällt und ich sehe eine goldene Wurzel, wie ich das bei meinem W2-Gas, wenn ich das mit W2-Gas formiere. Aber das ist hier ein bisschen anders. Ja. Der Vorteil ist ganz klar, wir haben eine schöne runde Wurzel. Das ist das, was wir erreichen wollten. Das haben wir hiermit geschaffen. Meine lieben Schweißtechnik-Freunde, das war mein Experiment mit dem Solarflux B-Pulver. Hast du damit Erfahrungen? Schreib das unten hinein. Ich habe euch lieb. Bis dahin. Ciao.